Meine Güte, so viele Hate-Kommentare, so viel Hass im Netz. Auch mir geht das langsam an die Substanz. Deswegen, ich glaube, ich muss mich heute ein wenig aussprechen. Und zwar mit Raoul Krauthausen. Jo. Wir sind genau deswegen hier, um über Hass im Netz zu sprechen. Und deine Erfahrungen. Also du bist auch sehr stark damit konfrontiert, habe ich mir sagen lassen. Also ich habe inzwischen schon irgendwie gelernt, damit einigermaßen umzugehen. Ehrlich gesagt, ich fühle mich aber auf der anderen Seite auch ziemlich alleine gelassen. Also so vom Rechtsstaat, von der Justiz, von der Polizei. Es ist auf der einen Seite illegal, ein Hakenkreuz an der Hauswand zu malen. Und das wird ja auch bestraft. Aber jemanden ins KZ zu wünschen, so wie mir das dann eben manchmal passiert, das wird offensichtlich im Internet straffrei behandelt. Wenn ich zur Polizei gehe, dann sagen die mir dann so Sätze wie, ja, machen Sie doch das Internet aus. Was denkst du, womit hast du diesen Hass verdient? Ich glaube, den Menschen ist einfach langweilig und die haben einfach zu viel Zeit. Ich beobachte, dass die Leute, die hassen, meistens junge Männer sind, die sich irgendein schwächeres Subjekt suchen, auf das sie irgendwie eindreschen können. Für maximale Männlichkeit? Für maximale Männlichkeit und auch um in ihrer eigenen Peer Group irgendwie als etwas zu gelten. Und die loben sich ja auch untereinander selbst. Und das ist ja schon auch alles völlig irrwitzig, wie viel Zeit die investieren und auch, was für Talente sie gleichzeitig aber zutage legen. Ne? Also die dann super gut mit Cinema 4D oder mit Photoshop umgehen können. Aber echt, haben sie schon so Collagen mit dir gemacht und so? Mega krasse. Und wo man denkt so, Alter, du hast ein Talent, aber völlig fehlgeleitet. Auf Schulhöfen bzw. unter Jugendlichen wird ja ganz oft so, keine Ahnung, wirft man sich so Wörter an den Kopf wie, ey, du Spast, ey, du Schwuchtel, bist du schwul oder was, ey, komm mal her, du Mongo und so. Benutzt du diese Wörter auch? Und wenn nein oder wenn ja, warum und warum nicht? Also in meiner Schulzeit war das genauso, wie du gesagt hast. Natürlich hat man sich sämtliche Wörter an den Kopf geworfen und ich will das jetzt auch so, sage ich mal, diesen wirklich jungen 12-, 14-Jährigen jetzt irgendwie nicht so unterstellen, dass sie jedes Mal, wenn die das sagen, irgendwie aktiv irgendwie Menschen mit Behinderungen oder irgendwelche Gruppen so aktiv ausgrenzen wollen und denen alles nur erdenkliche Böse an den Hals wünschen. Ich glaube, das ist halt einfach der Slang, der Sprachgebrauch, der dann in diesem Teil ihres Lebens halt irgendwie sich etabliert hat. Keiner weiß warum irgendwie, aber es ist halt irgendwie da. Ich glaube aber, dass man dann mit der Zeit ein bisschen sensibler wird, was es angeht und vor allen Dingen am Anfang in der Schule, ich meine, da ist auch die Frage nach der Inklusion, wie oft kommst du denn mit solchen Leuten in Berührung irgendwie, dass du halt wirklich merkst, dass es Leute gibt, die das auch verletzen kann. Klar, wenn das auf den Schulhöfen oder sowas so stattfindet, dann ist das halt einfach Teil der Realität, okay, und du kannst jetzt auch keinen verbieten. Ich glaube, wichtiger ist eher, dass man diesen Leuten dann klar macht, was das in der realen Welt, sage ich mal, außerhalb ihrer kleinen, heilen Schulwelt halt wirklich bedeutet. Und das finde ich, glaube ich, da den wichtigsten Aspekt. Wo du gerade gesagt hast, wie viele Menschen mit Behinderung man kennt, wie viele kennst du denn? Ich schwöre dir, ich glaube, ich kenne niemanden. Das ist einfach so. Also du kommst halt mit diesen Leuten nicht so in Berührung. Also in der Schule schon mal nicht, dann später im Arbeitsleben ist es halt auch relativ selten, sage ich mal, dass ein Arbeitgeber sich vermutlich dann, wenn er die Wahl hat zwischen einem Arbeiter, sage ich mal, ohne Behinderung und einem mit, so, dann ich weiß nicht, wie oft man in diese Situation kommt. So, deswegen, wenn, dann vermutlich eher so durch persönlichen Freundeskreis oder sowas, aber ich habe in meinem Bekanntenkreis tatsächlich keine. Wie findest du denn die Aktion, die uns zusammengebracht hat, den Barrierefreitag? Die finde ich so. Nein, also die Aktion an sich, das finde ich einer jetzt von vielen. Sponsored-Post. ja, genau, obwohl wir kein Geld bekommen. Verdammt nochmal. Scheiße, was ist das für ein Deal? Worauf haben wir uns eingelassen? Nein, also ich finde, es ist halt natürlich ein kleiner Schritt, so eine, ich würde mal sagen, so eine nette Geste, sage ich mal, die natürlich im ersten Schritt noch nicht wirklich was an der Lebenswirklichkeit ändert, aber so wie es bei vielen Sachen ist, du brauchst halt am Anfang so einen kleinen Start, dass du halt die Sachen ein bisschen in Bewegung bringst und natürlich kann man jetzt nicht erwarten von so einem Aktionstag oder von einer Organisation, dass sie da irgendwie mit einem YouTube-Video oder mit einem Barrierefreitag zum Beispiel jetzt irgendwie die ganze Welt auf den Kopf stellt und die Gesellschaft sich komplett ändert, aber es ist ein Marathon. Also du musst halt irgendwie gucken, dass du irgendwann mal wirklich vorankommst und auch wenn es so kleine Schritte sind, ich glaube am Ende wird es sich hoffentlich zumindest ein wenig bezahlt machen. Machen wir einen Deal? Welchen Deal? Follow for follow.
Ich folge dir eh schon. Also, was soll ich machen? Also, tut mir leid. Mist. Tja, vielleicht gibt es dann Milchshake oder sowas noch später, wer weiß. Immerhin. Milchschnitte? Ja. Jetzt haben wir das Sponsor-Post auf jeden Fall. Also, dieses Video hier ist Teil von der Aktion Barrierefreitag. Und was das alles genau ist, das ist alles sehr spannend, könnt ihr auf einer unglaublich schönen Internetseite sehen, die ihr hier mit Sicherheit irgendwo eingeblendet habt. Plus, es gibt noch weitere Videos, die ihr gerne schauen wollt. Und die werden alle mit Sicherheit hochgradig interessant sein und mindestens so sexy wie wir beide. Und dementsprechend wünsche ich euch jetzt schon viel Spaß dabei. Und wir winken wie in einer schönen alten Fernsehserie in den Sonnenuntergang in die Kamera. Auf Wiedersehen.